Ich würde gerne mal genauso cool anmoderieren wie eben, jetzt habe ich es aber vergessen. Was habe ich gesagt? Come on! Ja, das kommt erst danach. Das war, achso! der Auftakt zu einer neuen Woche, oder wie wir hier bei Herr Five sagen, come on! Das war spontan. Ja, war super. Ja, gar nicht einstudiert. So. Heute mit Marco Rick. Was schaust du denn so verdattert? Ach, weil es schon der zweite Versuch ist. Zum Glück lag schon nicht der zweite Versuch. Wir haben versagt. Hallo, es ist Montag, da kann das schon mal passieren. Marco, dein Start in die dritte Woche bei High Five als fester Mitarbeiter. Zweite. Ja. Zwei, drei, eins plus drei ist acht. Ist doch egal. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch sehr. Zum ersten Mal jetzt auch bei Come On. Oder? Nein, doch, stimmt. Bis jetzt ist es immer daran gescheitert, dass ich noch eifrig am Rechner saß und geschnitten habe. Ja. Und jetzt bin ich gerade so fertig geworden. Ja, das kennen wir ja von dir. Schön, dass du da bist. Ihr kennt den Marco vielleicht auch schon, zumindest wenn ihr Zuschauer der ersten Stunde seid. Der Marco, der gab schon so das ein oder andere Stell-Dich-Ein, unter anderem bei Sag was, wenn es um Comic- und Superhelden-Themen ging. Und hat sich auch seinen Spitznamen der Mann ohne Mute-Taste abgeholt, weil der Marco, der plappert gern. Heute müssen wir ein bisschen Gas geben, denn wir haben an diesem Montag ziemlich viel zu tun. Ja. Aber das wird schwierig mit dir. Ich sehe schon kommen. Wir versuchen da jetzt mal einigermaßen schnell durchzufetzen. Bevor wir das tun, Maxi, werden wir aber erstmal einen kurzen Blick auf das werfen, was uns in den kommenden Tagen erwartet bei High Five. Morgen. Triple A? Genau, mit F. So, endlich, freue mich drauf. Richtig, weil da gibt es ja einen Titel, auf das sich der Nino besonders freut. Ja, natürlich. Titel mit F, was könnte das sein? Was könnte das sein? Dreimal dürft ihr raten. Mittwoch, wie gewohnt, High Five Pause. Dafür gibt es spannende News bei Nino Taku. Mhm. Nämlich werde ich die Frage stellen, ob sich die Anime-Industrie in der Krise befindet. Oh. Ja, da gab es jetzt sehr interessante Statements auf dem Anime International Film Festival in Tokio und einige renommierte Anime-Künstler haben sich da sehr, sehr kritisch geäußert, was die Entwicklung in der Anime-Industrie anbelangt und dem habe ich mich mal so ein bisschen angenommen. Donnerstag dann Fab Five. Genau, da habt ihr praktisch entschieden, was ich für ein Spiel im Fab Five cover und das ist, ich lege es aus der Hand, ja, das macht dich nervös. Es ist Bioshock und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Gut. Und deswegen freue ich mich auch schon drauf, wenn es am Donnerstag läuft. Also ein Fab Five zum Thema Bioshock und am Freitag dann die Game News. Diesmal mit dem Flo allerdings, weil ich düse am Freitag nach L.A. zum Halo Fest. Die feine Dame. Und werde feiern. Ja. Halo feiern, den Halo Release Maxi feiern. Maxi fliegt nach L.A. zum Halo Fest. Aber da gibt es natürlich dann auch noch Videos dazu. Da gibt es dann nächste Woche drauf dann das erste Halo Fab Five, auf das ihr ja auch schon wartet, habe ich in den Kommentaren gelesen. Ja. Wird es alles dann geben. Ja. Marco darf dann schneiden. Genau wie die Halloween-Folge. Geile. Ja! Heul. Nach Heiders Halloween-Folge versuche ich das alles eher nüchtern zu betrachten und die Zeit besser einzuteilen. Ja, aber das passt schon. Das ist schon in Ordnung. Ja. Der Flo, der ist ja auch noch nicht so lange dabei, da muss man sich erst so ein bisschen eingrooven und weil sonst macht man da Videos, wir kennen das aus unserer Anfangszeit, Video, das noch rein, das noch rein, den noch Gag. Alles rein. Ja, und plötzlich ist es irgendwie 5 vor 6 und das Video sollte um 5:30 schon online sein und man sitzt immer noch am Skript. Aber das gehört dazu. So, wir fangen jetzt aber an mit unseren Fragen. Erste kommt von Kanti und der oder die möchte wissen, glaubt ihr, dass Twitch TV YouTube irgendwann ablösen wird? Macht weiter, bin schon lange dabei und finde euch toll. Liebe Grüße, Alex. Ah ja, da hat sich auch die Frage nach dem Geschlecht erübrigt. Liebe Grüße zurück an den Alex. Aber ist Alex nicht, kann das auch ein weiblicher Name sein? Die Alex? Die Alex. Unisex. Die Alex, eben. Ja, egal, was auch wie auch immer. Twitch TV glaube ich nicht, dass das YouTube komplett ablösen wird. Das ist einfach eine ganz eigene Geschichte. Es ist halt sehr, sehr... Ja, nicht spontan möchte ich sagen, aber du kannst ja direkt mit den Leuten reden. Das ist der große Vorteil von Twitch. Und dafür hat aber vielleicht nicht jeder Zeit und möchte sich vielleicht irgendwann mal auch irgendwann anders das Video anschauen. Gibt da zwar so eine Highlights-Liste, manche laden auch die Twitch-Sachen auf YouTube hoch, aber ich glaube nicht, dass das abgelöst wird. Es wird einfach ein spannender, großer Konkurrenzkampf für die Zukunft werden. Mhm. Wie siehst du das, Marco? Also ich finde, Twitch lebt halt hauptsächlich davon, dass es live ist, aber der Content ist eben auch Live-Content. Der ist halt nett, der ist für jetzt gerade Live-Szenen super, aber es ist nichts, was ich wieder anschauen würde. Also das ist einfach der große Vorteil von YouTube. Man kann kleine, kurze Videos produzieren, die auch Wiederschauwert haben. Das hat Twitch eben nicht. Ja, ist gut. Ich finde da die Synergien viel spannender. Also gerade bei vielen YouTube-Kanälen, die auch ich abonniert habe, ist ja jetzt immer diese Direktverlinkung auf den Twitch-Kanal, gerade wenn irgendwas im Moment live gestreamt wird. Also das ist viel spannender, finde ich, die Synergien. Ja. Ja, also finde ich auch, und ähnlich wie ihr schon gesagt habt, ich glaube halt auch nicht, dass jetzt
Twitch, YouTube ablösen wird. Es geht halt in eine komplett andere Richtung. Irgendwie das eine ist live, das andere ist halt mehr so diese produzierten Sachen. Beides hat seine Vorteile, beides hat seinen Charme. Und ich glaube aber, dass in Twitch noch sehr, sehr viel Potenzial schlummert. Also ich denke, da wird die nächste Zeit noch sehr, sehr viel passieren. Das steckt ja noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, zumindest in Europa oder gerade auch bei uns in Deutschland. Aber ich glaube, da wird noch einiges passieren und da freue ich mich drauf. Wir sollten eigentlich auch mal was machen auf Twitch. Finde ich auch. Ja. Finde ich cool, so live. Aber seitdem es da die Kleiderordnung gibt, bin ich raus. Gibt es da eine Kleiderordnung jetzt, ja, die besagt, Kleider anziehen? Du darfst auch keine Bikinis mehr tragen, du darfst keine Unterwäsche mehr tragen, du darfst keine sexy, sag ich mal, mega fetten Ausschnitte zeigen. Ist das wirklich so? Die haben da so eine Kleiderordnung. Schaust du denn nicht meine Game News? Also jetzt geht's aber los. Natürlich schaue ich deine Game News. Aber ich frage mich dann da auch, wenn die sagen, du darfst keine übermäßig sexy Kleidung tragen, was ist zum Beispiel mit so einem Ganzkörper-Catwoman-Kostüm, was ja auch sehr sexy sein kann, aber alles bedecken könnte. Vor allem, wenn es der Marco anhat. Das kommt drauf an, welche Catwoman. Also da, und jetzt geht's wieder los. Da hätten wir die Catwoman aus dem Jahr 1974. Damals ein Einteiler mit einem Reißverschluss über den kompletten Rücken. Ja, kombiniert mit einer Traum-auf-Türen-Maske. Nicht zu verwechseln mit dem Catwoman-Outfit von 1982, getragen von Nicole Kidman. Aber insgesamt frage ich mich ja eigentlich vielmehr, warum Chatroulette keine Kleiderordnung hat. Chatroulette ist, glaube ich, out of order. Also, da geht doch alles. Chatroulette, da geht alles. Da steht doch 90% nur aus Nacktheit. Alles kann, nichts muss. Chatroulette. Ja. Super. Ja. Sexroulette nenne ich es auch. So, Zelda-Player möchte wissen, was ist euer Hassspiel? Also, wo ihr zum Beispiel die Story nicht leiden könnt oder die Spielwelt oder sowas. PS, macht immer so weiter. Das machen wir auf alle Fälle. Problem ist, so ein Hassspiel spielt man ja nicht durch. Weil ja. Oh Gott, was ist jetzt hier los? Die Guillotine fällt runter von Unity. Ja, ohne Scheiß. Wir werden gleich geköpft. Das war jetzt so, sag bloß nicht Assassin's Creed. Oh Gott, gruselig. Ja, das ist so irgendwie, bevor es runterfällt. Da sitzt der Ubi-Bot sitzt da drin und ja. Nein, Assassin's Creed, wir lieben Assassin's Creed. Wir lieben Assassin's Creed. Ja. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, Assassin's Creed war bei mir schon der dritte Teil. Ich habe das ja, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt in der Vergangenheit, war bei mir leider so ein negatives, einschneidendes Serienerlebnis. Das hat mir echt überhaupt gar keinen Spaß gemacht, hat mich total abgeturnt. Und es war eins der wenigen Spiele, die ich dann tatsächlich auch abgebrochen habe, was ich ganz selten mache. Aber ich hatte ich hatte keine Lust mehr. Weil es für dich immer das Gleiche war? Ja, nee, aber ich weiß auch nicht. Es hat irgendwie mich alles angeödet mit diesem Dorf aufbauen und Nebenmissionen und wieder irgendwie tausend. Ich will auch keine Bären mehr jagen und Hasen mehr schlachten. Jagen. Und das ist alles. Und ich weiß auch nicht. Und was so ein totaler nüchterner Moment war, war der, in der Connor dann sein Kostüm überreicht kriegt. Das war dann so, das steht dann da in diesem Keller auf der Puppe und dann irgendwie Ladebildschirm, blum, da hat das an. Und da hätte ich mir halt so ein episches und dann eine Kapuze drüber und... Aber ich schweife total ab, Assassin's ist trotzdem toll. Hass-Spiel. Wie ging das bei Batman, beim letzten Batman-Teil, so, weil ich das nicht mehr sehe? Weil da gab es nichts wirklich Großartiges Neues. Ja. Und dann habe ich auch abgebrochen. Wobei, das ist ja Jammern auf hohem Niveau. Mir fällt jetzt gar kein Hassspiel ein. Fällt dir ein Hassspiel ein? Nee, überhaupt nicht. Also ich finde immer, wenn man ein Spiel nicht mag, dann spiele ich es halt einfach nicht. Ja. Aber mir fällt auf, so eine gewisse Art von Übersättigung. Da ist Assassin's Creed vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Ja. Nach den ersten zwei habe ich schon ausgeschaltet, habe aber so drei Jahre, bin nicht übers Tutorial hinausgekommen, weil... Man spielt es halt ein bisschen und merkt so, es gibt keine Guillotine schwingt, meine Freunde, die Guillotine schwingt. Nicht die Entwicklung, die ich mir von Assassin's Creed erhofft habe und dann fühle ich mich übersättigt und möchte es einfach nicht weiter spielen. Vielleicht bei Unity, ich denke, bei Unity werde ich wieder einsteigen. Aber das hassen. Möchte ich einmal loswerden, weil wir gerade bei Unity sind. Mich hat es total aufgeregt, weil ich gestern... Wir kriegen übrigens kein Geld hierfür, ja, auch wenn es gerade wirklich tatsächlich so aussieht. Nein, ich drehe es sogar um, wir kriegen kein Geld für Unity-Werbung oder sonst was. Das muss man leider immer dazu sagen. Ja. Aber ich habe gestern auf 9gag ein Meme gesehen, wo halt eben diese typische Gangstermütze halt eben auf dem Ubisoft-Logo gepackt worden ist, weil die ja so eine hohe Anforderung eben für den PC, für Unity veröffentlicht haben, was sie ja damals bei Watch Dogs auch gemacht haben und dann runtergeschraubt haben. So. Der Spieler sitzt da auf der einen Seite und sagt, ich möchte eine super Grafik, ich möchte die größte Spielewelt aller Zeiten und die individuellsten NPCs aller Zeiten. Mhm. So, denkt sich Ubisoft, cool, mach mal, aber dafür braucht man auch so ein bisschen Leistung. Ja. Ja? Und dann heißt es, okay, wir haben super geiles Spiel für euch, hat man ja mittlerweile schon gesehen, beziehungsweise von den Previews her. Und dann klar kommt so eine große Anforderung an grafischer Leistung und bla bla bla. Und dann beschwert sich die Spieler wieder. Also ich würde als Entwickler würde ich da durchdrehen. Das ist ein Teufelskreis. Da würde ich sagen, leck mich doch, ich mache gar nichts mehr. Ja. So, erst wollt ihr ein super Spiel, da braucht ihr halt leider auch einen gescheiten PC. Und so endete halt Maxi Gräfs Karriere bei Nintendo damals übrigens auch. Ja, leck mich doch. Leck
mich doch alle. Ja, vergesst das mit dem Zelda. Ich wollte es nur mal sagen, ich habe das total aufgeregt. Ich gehe jetzt zu High Five. Ja, das weil dieser Meme aber halt eben so hoch, weißt du, geklickt worden ist. Und ich denke mir, was regt ihr euch denn auf? Ihr wollt doch geile Spiele haben. Da braucht man nun mal auch geiles Werkzeug zu. Das stimmt schon, aber Ubisoft hat ja, wie du es schon gesagt hast, bei Watch Dogs haben sie auch erst solche Systemanforderungen veröffentlicht. Und dann hat sich rausgestellt, man kann es ja doch mit einem schlechteren Rechner spielen. Ja, aber und dann beschweren wir uns nicht auf, keine Ahnung, was 60 FPS oder 1080p oder keine Ahnung. Prinzipiell den Vergleich immer schwierig, weil der PC ist die potenziell grafisch immer beste Plattform, egal welche Konsolengeneration gerade draußen ist. Aber andererseits kannst du einen vollwertigen PC mit Betriebssystem und ganz anderer Struktur nie mit einer Konsole 100% vergleichen. Ja, das und deswegen stimmt. Hinkt das alles immer ein bisschen. Ich meine, wir zocken ja auch, also ich zocke viel Konsole, weil ich halt die Gemütlichkeit habe, ich lege das Spiel ein und es funktioniert so, wie es funktionieren soll. Beim PC hätte ich natürlich selber so ein bisschen den Aufwand zu checken, okay, passt es auf meinen Rechner? Hast du auf ja zum Rechner? Beispiel bei Battlefield habe ich meinen Rechner auch wirklich, ja genau, wie bei Battlefield zum Beispiel. Hast du aber mehr Einstellungen, was halt cool ist. Genau, das ist immer der Vorteil. Das ist so, wie wenn du ein iPhone mit einem Android-Phone vergleichst. Das Android kann halt alles Mögliche und ist deswegen potenziell besser, aber das iPhone ist für jeden gut benutzbar, ob ich jetzt so sehr in die Materie reingehe oder nicht. Ja. Sehr interessant. Das wollte ich nur mal loswerden. Das hat mich total aufgeregt. Ja, geht's jetzt wieder, Maxi? Jetzt geht's wieder. Marco hat ja gerade von Übersättigung gesprochen. Das passt ganz gut zur nächsten Frage. Die kommt von Sharky. Mit welcher der 7 Todsünden könnt ihr euch am meisten identifizieren? Oh. Also Hochmut, Geiz, Wollust, Zorn, Völlerei, Neid oder Faulheit? Ich glaube, die Letzteres und Vorvorletzteres, also Völlerei. Ja. Völlerei ist doch so dieses einfach Fressen. Fressen ohne bis nichts mehr geht. Bis nichts mehr geht. Da bin ich teilweise wirklich sehr undiszipliniert. Echt? Sehr undiszipliniert. Das sieht man dir aber gar nicht an. Danke, Maxi, das schmeichelt mir aber. Ja. Nee, wirklich so. Also, wenn ich es gibt doch zum Beispiel diese fetten Schokoladentafeln oder halt auch irgendwie Tüten mit irgendwie Süßkram. Und wenn ich dann einmal anfange, das zu essen, dann esse ich und denke mir irgendwann, boah, jetzt sollte ich aber echt mal aufhören, weil es ist echt ungesund. Und dann bin ich aber irgendwann an dem Punkt, wo ich denke, ach, jetzt ist auch egal. Und dann ist die Tüte oder die Tafel halt weg. So, also da bin ich, also Völlerei schwierig und Faulheit. Ich bin schon auch gern faul. Ja. Müsste mal so wieder Sport machen. Trägheit heißt es dann, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, bei mir ist es auf jeden Fall auch die Trägheit, weil ich muss erstmal einen Arsch für irgendwas hochkriegen. Und Völlerei, ich meine, ich habe heute Kuchen dabei gehabt. Man hat gesehen, der war fantastisch war. Ja. Sensationell. Der war ja auch nicht von mir. Deswegen war er ja auch fantastisch. Ja, genau. Und deswegen bin ich auch derjenige, der der Völlerei verfallen ist. Wegen so einem Essen. Ja, man kann auch sagen, vielleicht ist es eher fremdverschuldet, dass ich der Völlerei zugeneigt bin. Aber ja, Völlerei, definitiv. Gott sei Dank ist es nicht Geiz. Ich gebe alles aus, was ich habe. Das stimmt, ja. Du bist sehr großzügig. Und für dich selber. Für mich selber. Für dich selber bist du am großzügigsten. Da bin ich super großzügig. Naja, aber ich glaube eben dieses viel Geld ausgeben, als auch zum Beispiel dieses Völlerei-Ding, also Kuchen essen, das hat halt auch irgendwie sehr viel mit Kompensation zu tun. Also wenn man halt irgendwie viel Stress hat und viel arbeitet, kann ich mir schon vorstellen, dass man halt auch so dieses Ventil baut und sagt, jetzt gönne ich mir halt mal was, jetzt kaufe ich mir was oder jetzt esse ich halt mal den Burger oder die fertige Pizza oder den Kuchen. Das würde ich auch machen, wenn ich nicht arbeiten würde, erst recht, aus Langeweile. Jetzt habe ich hier händeringend versucht, irgendeinen Grund zu finden, warum du sinnlos das Kakaopulver in dich reinstaubst und jeden Penny ausgibst, den du hast. Da kommst du mit, ja, wenn es nicht so gut ist, würde ich es auch machen. Cause you only live once. Ja. Ich meine nicht YOLO. Jetzt sagt sie mit dem Brecheisen in der Hand. Oh Mann. So, 2 Fragen haben wir noch. Lelo Dallas schreibt, High Five muss umziehen. Ja, weiß in welche Stadt würdet ihr dann am liebsten gehen und warum? Ach so, in welche Stadt würden wir gehen und warum, wenn wir umziehen müssten? Stadt, Insel, Hawaii. Tschüss. Tschüss, macht's gut, ihr Trottel. Was das heißt das? Geil. In Deutschland umziehen oder? Also ich denke jetzt mal auf der ganzen Welt. International. Du würdest High Five nach Tokio verlegen. Mhm. Schon. Na klar. Ja. Wäre aber super spannend. Ich wäre eher auf so einer geilen Insel. Irgendwie schön. Ja. Strand, Palmen. Da gibt es dann endlich Strand. Ja, da gibt es endlich Strand. Und Top 5 Muscheln, die ich gefunden habe, genau. Am Strand. Ja. Und sowas. Ja. Also ich würde sagen London, weil die Stadt ist erstens geil. Und wenn wir es in London geschafft haben, ein Studio zu haben, dann haben wir es finanziell, offensichtlich haben wir dann ausgesorgt. Ja, dann haben wir es geschafft. Das ist, glaube ich, die teuerste Stadt der Welt gerade, was Grundstückspreise angeht. Im Moment teurer schon, als New York? Teurer als jede andere Stadt auf als der Hartburg? Welt. Meine schon. Ernsthaft? Zumindest auf Innenstadt bezogen. Weil New York ist natürlich Manhattan, klar. Also es könnte sein, dass New York noch teurer ist, aber ich meine London wäre es. Es nimmt sich alles nicht viel, glaube ich. Also ob das jetzt New York ist, Tokio ist ja auch schweineteuer, was Wohnungen und Grundstücke betrifft. Siehst du meine Insel, da gibt es Grundstück und genügend Platz für alle. Da gibt es halt Sand.
Gibt Sand? Ja, was gibt's denn heute? Meersalz, dazu reichen wir Sand. Lecker, lecker, lecker. Ja, da kannst du auch keine Kohle mehr ausgeben, da gibt es halt einfach nichts. Nee, da wird alles Palmen, gehandelt. Kokosnüsse, Sand, Muscheln. Und vor allem Entspanntheit, pure Entspanntheit. Ja. Da hätte ich schon wieder Angst. Habt ihr gewusst, also ich habe mich ja doch neulich darüber geredet, dass er Angst vor Haien hat. Mhm. Dass mehr Menschen jedes Jahr durch Kokosnüsse, die ihm auf den Kopf fallen. Flo hat davon gesprochen. Flo auch? Hat er auch Angst vor Haien? Ja, in diesem Resident Evil Fab Five, oder nicht? Ach so, ja, stimmt, natürlich. Ich habe auch mega Angst vor Haien übrigens. Ja, das ist eigentlich völlig unbegründet, weil es gibt in der ganzen Menschheitsgeschichte ist es nicht dokumentiert, dass jemals ein Hai einen Menschen gefressen hat. Es sind bis jetzt nur Menschen gestorben, so Surfer, denen halt das Bein abgebissen wurde und dann verblutet. Und das ist ja nicht so schlimm. Ja, aber meistens werden sie ja rechtzeitig gerettet. Weil ich glaube auch gar nicht, dass es primär die Angst ist, jetzt da zu sterben, weil ich der Hai frisst, sondern ist zum Beispiel, Menschen haben ja auch Angst vor Spinnen. Und eine Spinne, so eine normale Spinne im Keller, die tut dir ja auch nichts. Die ist halt einfach da und ist halt ätzend. Und ich finde zum Beispiel die Vorstellung von einem Hai, der plötzlich hinter mir auftaucht, finde ich halt mega ätzend. Und es ist ja auch nicht erwiesen, dass tatsächlich Leute unter Betten liegen, so Bugaboo-Mann-mäßig und dann halt Kinder essen. Und sie haben trotzdem Angst davor. Weißt du, was ich sagen will? Also ich glaube, es ist gar nicht so dieses, oh, ich habe Angst vor dem Hai, weil der könnte mich töten, sondern ich habe einfach Angst vor dem Hai, weil in diese Situation zu kommen und da wegzupaddeln und dieses Vieh schwimmt hinter dir, das ist ja schon so. Ja, klar, das ist ja absolut verständlich. Ich habe Höhenangst und zwar schrecklich Höhenangst, also das ist auch komplett irrational. Aber die Sache ist halt, die Haie sind ja eigentlich, so, auch wenn man neben denen her schwimmen würde, die würden dann tatsächlich eher nichts tun. Mhm. Und also sein, man paddelt halt so als Surfer mit den Füßen, weil man dann denkt, dass man so eine Robbe oder sowas. Ja. Ne? Aber Palmen umgekehrt bringen jedes Jahr über 100 Menschen anscheinend um, nur durch Kokosnüsse. Palmen? Und deswegen finde ich das schon wieder gefährlich. Nein. Ich würde die Palme legen, so ziemlich das wäre so typischer Marco jetzt. Ich kann da super kontern. Neueste Studien belegen, dass Kokosnüsse, meine Damen und Herren. Und ich kann super kontern, weil ich habe nämlich gerade auch erst letztens wieder was gelesen. Und zwar werden in New York Menschen mehr von anderen Menschen gebissen als Haien pro Jahr. Na, Schmarrn. Insgesamt. War echt? Auch wieder so ein typischer Meme-Ding halt. Ja. Also da irgendwie, people, you get more bitten by New Yorkers than ernsthaft? By Sharks. Oh, wundert mich nicht, bei über 10 Millionen Einwohnern müssen ein paar Verrückte dabei sein. Ein paar ist gut. Ey. Klar, umso mehr Einwohner, umso mehr Bekloppte. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, aber wer führt denn da bitte, wer hat diese Statistik aufgestellt? Aha, es wurden so und so viele Leute in New York gebissen. In vielleicht Krankenhäuser Bissattacken. Bissattacken. Ja, meistens von jemand anderem dann. Jemand beißt sich ja schlecht selber. Ja. Man weiß es nicht. Diesen New Yorkern ist alles zuzutrauen. Also wir gehen nach Tokio. Also Tokio ist beschlossen. Das hat die meisten Selbstmörder auf der Welt. Ja. Das ist tatsächlich so. Ja gut. Ja. Gibt auch, wir bleiben in München. Gibt auch einen Grund für diese ganzen Selbstmorde, für diese vielen Selbstmorde in Tokio. Die japanische Gesellschaft, denke ich, hauptsächlich mit Charme und wenig Intimität auch unter Familienmitgliedern. Ja, genau. Es gibt ja auch so Kuschelcafés zum Beispiel. Ja, also das habe ich mal gesehen bei Schulz in the Box, dass man wirklich in ein Café geht und dann sowas wie eine Familie mietet. Also ein Papa und eine Mama, sich eine halbe Stunde lang, oder ich weiß nicht, wie viel du bezahlst, deine Probleme anhören und dich auch mal in den Arm nehmen. Weil ja, das ist halt bei Partnerschaften, das ist halt auch oft so. Und genau deswegen, also ganz viele Männer stürzen sich halt wirklich davor Züge, weil sie von ihrer Frau dabei erwischt wurden, wie sie fremdgingen. So, und sie halt dann einfach keinen Ausweg mehr sehen. Mhm. Also gerade die Männer in Japan arbeiten ja sehr hart, sehr viel, vernachlässigen dadurch natürlich sehr oft auch so das Privatleben, neigen dann hin und wieder auch dazu, den Seitensprung zu wagen, was dann die Frau aber aufgrund von Privatdetektiven oftmals rauskriegt. Und dann werden die Männer vor vollendete Tatsachen gestellt und wissen dann nur noch den Ausweg des Bahngleises. Das hatte Hiroko mir mal erzählt. Okay, ist ja total traurig. Also das ist da tatsächlich gang und gäbe. Also da passiert das mehr oder weniger jeden Tag. Würde jeder Mann, der fremd geht, sich von Zug stürzen? Dass da Männer sich... die Hälfte ausgelöscht. Was? Also natürlich geht es nicht nur darum, aber das also wurde mir mal so erzählt auf jeden Fall in Tokio, dass das halt sehr, sehr oft tatsächlich der Grund für Selbstmord ist. Kleiner Schritt, also am Bahnsteig, ein kleiner Schritt für die Menschheit, ein großer für den Feminismus. Oh, das war eigentlich fies, oder? Ist okay. Ja, kann man mal. Kann man an seinem ersten Tag mal so sagen. Das wird der Titel. Ja. Wie heißt denn nochmal dieser kranke japanische Film, wo sich die Schulklassen immer Battle Royale. Battle Royale. Der Vorgänger von The Hunger Games? Oder was meinst du? Der wo sich die Schulklassen dazu verabreden, in Massen auf die Bahngleise springen. Ach so, das? Entschuldigung. Nein, der heißt irgendwie Suicide Circle, glaube ich. Ah, das kann ich nicht. Krass, ey. Ich glaube, er heißt Suicide Circle. Total krank. Der Film geht auch direkt los mit, yay, springen wir alle. Oh Gott. Und pff,
Ich glaube Suicide Circle. Vielleicht liege ich aber falsch. Ihr werdet mich da garantiert korrigieren, wenn ich jetzt mal wieder falsch erzählt habe. So. Letzte Frage. Ganz schön lang. Sagt eurer Meinung nach der Wert der Schulnoten oder des IQ-Tests etwas über die Intelligenz eines Menschen aus und lässt sich so etwas überhaupt so banal in einer Ziffer bewerten? Ich sehe es so, dass die Schulnote fast nur die Arbeitsbereitschaft bewertet. Den IQ-Test finde ich ganz lächerlich, muss es wahrscheinlich heißen. Dort geht es nur um Kopfrechnen und logisches Denken, was beides trainierbar ist. So viel zu, der IQ ändert sich nicht. Außerdem ist das meiner Meinung nach nur ein Bruchteil von dem, was Intelligenz ausmacht. Eure Meinung dazu würde mich interessieren. Grüße aus dem Ruhrgebiet. Habt ihr schon mal einen gemacht? Grüße zurück. IQ-Test? Nee, hab noch keinen gemacht. Ich habe aber auch Angst vor dem Ergebnis. Also. Aber das ist schon, wie er so sagt. Ich meine, das könntest du theoretisch, auch diese Aufgaben könntest du trainieren, denke ich mal. Aber es geht ja hier um zwei unterschiedliche Dinge. Also das eine ist ja die Intelligenz und das andere ist ja Wissen, dass man sich antrainiert, anliest, anlernt und so weiter. Da gibt es ja noch die soziale Intelligenz, die ja auch was ganz anderes ist. Die ist auch wieder was anderes, das stimmt. Ich meine, es ist schwierig zu sagen. Es ist zum Beispiel so, man hat ja generell den Eindruck, dass die Jugend mit jeder Generation immer blöder wird. Aber erwiesenermaßen ist tatsächlich, wird die Jugend jede meine Generation war der intelligenter. Tiefpunkt. Was ist denn mit dir heute los, ey? Also erwiesenermaßen wird die Jugend tatsächlich mit jeder Generation im Moment intelligenter. Also ich glaube, es gibt halt eine Wissensverlagerung. Vielleicht hat jetzt nicht jeder Faust gelesen, weiß aber dafür, wen K1 gerade auf RTL 2 als Prinzessin auserkoren hat. Ich habe mal kurz reingeschaut und war erschrocken. Ich wusste nicht, dass es das gibt, bis meine Freundin reingesagt hat. Sie ist dafür RTL. Zuständig. RTL 2 auf Frauentausch abzuchecken und so. Ja. Es gibt halt eine Wissensverlagerung, glaube ich. Und wir müssen ja auch nicht immer alles gleich wissen, sondern wir wissen, wo wir es nachschlagen können. Und das ist im Zweifelsfall das Smartphone. Also prinzipiell sind wir alle ein bisschen klüger geworden. Aber und alle auch abhängiger. Auch abhängiger vielleicht, aber dafür auch schneller mit der Antwort. Ich meine, man muss jetzt nicht mehr einen Abend damit verbringen, zu diskutieren, welcher Schauspieler in welchem Film mitgespielt hat. Wir sind nur einen IMDb-Klick davon entfernt, das Problem zu lösen. Ja, so und was mache ich jetzt jeden Abend? Ja, sitzt da jetzt halt immer und da gehen die Leute wieder. Früher hat man noch diskutiert. Doch, es war Bruce Wayne, im Leben nicht. Ja, wir haben uns gestern witzigerweise mit dem Stange und dem Heiko Klinge darüber unterhalten. Da ging es genau um das Gleiche. Wir haben warum ist es eigentlich mal der Stange, nicht der Sebastian oder der Herr Stange? Oder der, ach so. Ja. Und genau, Sebastian Stange, um den geht's, GameStar GamePro und Heiko Klinge, neuer Chefredakteur. Wir haben uns auch darüber unterhalten und haben dann hat der Stange vorgeschlagen, jetzt lasst uns doch mal nicht in die Smartphones gucken, weil er hat nämlich keins, sondern in die Bibliothek gehen und dann dort nachschlagen. Und da dachte ich mir so, boah, Alter, wenn du das mal überlegst, wenn du eine Frage hast und du musst tatsächlich in die Bibliothek gehen, wie früher eben, und musst das erstmal nachschlagen. Da musst du erstmal den Bereich finden, wo du suchen musst. Ja. Und dann das Buch. Oder Telefonjoker hättet mich anrufen können und dann hätten wir das gleich geklärt. Ja, aber das ist interessant. Ist hochinteressant, ist aber nicht die Frage. Sorry. Sondern die Frage ist, ob wir denn glauben, dass Schulnoten oder IQ-Tests etwas über die Intelligenz des Menschen aussagen. Und ich sage, also bei einem IQ-Test würde ich behaupten, ja, das ist dann wohl so, dass das jetzt halt, wenn man die Intelligenz in das Korsett einer Zahl schnüren möchte, dann wird wohl die Zahl, die dann dabei rumkommt, schon irgendwie stimmen, was auch immer die dann zu bedeuten hat. Ich würde da jetzt aber nicht allzu viel darauf geben. Schulnoten, ich würde nicht sagen, dass Schulnoten zwingend was mit Intelligenz zu tun haben. Weil gerade Schulnoten, Dinge, die man in der Schule lernt, sind ja oftmals hängen mit entweder mit Fleiß zusammen, mit Begabung zusammen und auch zum Beispiel mit logischem Denken. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich kann überhaupt nicht logisch denken. Ich tue mir total schwer mit so logischen Denkvorgängen, sowas zum Beispiel, ja. Okay. Ich bin auch so ein Orientierungshonk halt einfach. Mhm. Also ich verlaufe mich ständig und so. Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt unbedingt was mit Intelligenz zu tun hat. Also Schulnoten würde ich glaube ich nicht sagen. Zumal auch gerade in der Schule auch zum Beispiel die familiäre Situation auch sehr wichtig ist. Hm. Da hängt es nämlich noch zusammen. Hast du jemanden, der als Erziehungsberechtigter dich zum Beispiel fördert, der dich unterstützt, der dir hilft oder der zum Beispiel gar nicht da ist und du bist halt als Jugendlicher leicht dazu verleitet, Blödsinn zu machen, als zu lernen. Außer du hast jemanden, der dich sozusagen ein bisschen auch dahin schubst. Das kommt ja auch noch dazu. Und bei der beim IQ, das ist aber echt, das kann man tatsächlich trainieren, aber da weiß man halt dann die Fragen. Ja, aber ich weiß halt nicht, ob man Intelligenz wirklich trainieren kann. Ich, zum Beispiel, bleiben wir mal kurz hier beim Thema YouTube. So. Es gibt tatsächlich viele Kommentare unter YouTube-Videos, wo ich mich dann frage, was geht in diesem Menschen vor?
Ja, zum Beispiel, erstmal als Beispiel. Ich lese einen Kommentar und denke mir, the fuck? Das ist aber meistens so eher Frust. Und das sind dann, nee, das ist dann teilweise wirklich so dumm, dass ich mir dann denke, okay, das ist, darauf antworte ich jetzt auch nicht, das kommentiere ich, das ignoriere ich einfach, weil das ist mir zu krass. Da ist mir dann auch der Energieaufwand, der betrieben werden muss, zu hoch und zu schade, um dem jetzt zu antworten. Und ich glaube, solche Sachen kann man nicht trainieren. Also das ist, glaube ich, so ein Stück weit nicht vorhandene Intelligenz, die man dann auch nicht trainieren kann, die halt so absurd ist und teilweise so bizarr, dass der Hopfen und Malz verloren ist. So krass das jetzt klingt. Reden wir jetzt von aber sozialer Intelligenz dann? Bei der sozialen Komponente würde ich sowieso nicht von Intelligenz, sondern eher von Kompetenz sprechen. Und weiß ich nicht. Also ich versuche mal ein Beispiel zu suchen. Wobei, du sagst, glaube ich, eine ganz interessante Sache. Gerade so bei YouTube-Kommentaren, die teilweise ja wirklich dann auch mal in die Extreme schlagen, wo man denkt, okay, der hat sie jetzt nicht mehr alle und der sagt jetzt etwas, was faktisch einfach nicht haltbar ist und ich könnte jetzt selber genug Energie reinstecken, um das zu widerlegen. Es gibt so einen Effekt, der nennt sich Dunning-Kruger-Effekt, glaube ich. Da geht es einfach darum, ein einfaches Beispiel, ein Raketenwissenschaftler, der ja sehr intelligent ist und sich komplett mit Raketen auskennt, unterschätzt seine eigenen Fähigkeiten, neigt dazu, seine eigenen Fähigkeiten zu unterschätzen. Also er meint, er ist nicht so intelligent und er könnte immer noch intelligenter werden und immer noch mehr machen. Mhm. So, jetzt umgekehrt, in dem Beispiel war es, glaube ich, Onkel Jimbo, also irgendein Hillbilly, der selber nicht sehr intelligent ist, aber nicht glaubt, dass wir jemals auf dem Mond waren, meint quasi von sich selber, er hätte viel mehr Ahnung von Raketentechnologie als der Raketenwissenschaftler tatsächlich. Das ist der Dunning-Kruger-Effekt. Umso weniger man etwas von einer Sache, also Ahnung hat, sagen wir, Kompetenz hat, das heißt ja nicht, dass man dumm ist, sondern Kompetenzwissen von irgendwas hat, umso weniger man davon hat, umso mehr neigt man dazu, seine eigenen Fähigkeiten zu überschätzen. Und umgekehrt ist es genauso. Also ich zum Beispiel kann relativ nüchtern behaupten, ich kann relativ gut cutten und habe so ein Schnittgefühl. Aber jedes Mal, wenn ich davor sitze oder vor einem Problem stehe, denke ich mir, oh Gott, ich weiß nicht, wie ich das schneiden soll. Mhm. Und wie ich das am besten mache oder wie ich das rette oder ob ich die Erwartungen erfüllen kann. Ich unterschätze mich in dem Moment ja irgendwie selber. Und am Ende denke ich, oh, das Ergebnis war ja ganz okay. Mhm. Aber das ist der Dunning-Kruger-Effekt. Und das gibt es vielleicht auch bei YouTube-Kommentaren, finde ich. Also ja, es wirklich Leute gibt, die ihre eigenen Fähigkeiten, etwas einzuschätzen, völlig überschätzen. Also zum Beispiel ein Spielejournalist neigt dazu, es objektiv zu sehen und etwas objektiv einzuordnen. Ja, okay, es ist das 10. Call of Duty, aber deswegen bash ich es nicht, sondern ich versuche es nüchtern zu betrachten. Mhm. Aber ein Kind vor allem, das von Call of Duty halt total gelangweilt ist, was man ja auch verstehen kann, neigt dann dazu zu sagen, ich besitze die Kompetenz, dass dieses Spiel totaler Mist ist und kein Mensch sollte es mehr spielen und ihr solltet alle auf mich hören. Toller Vergleich. Ja, das auf alle Fälle. Ja. Wobei, also das, wenn wir uns jetzt eher über solche Dinge unterhalten, wo es um Einschätzungen geht, wo es um Meinungen, zum Beispiel über Produkte geht, da stufe ich das ganz oft so ein Stück weit als Wichtigtuerei auch ein. Ja, einfach so, ja, ich weiß schon, wovon ich hier rede. Das hat, glaube ich, oftmals gar nichts mit Intelligenz zu tun, weil wenn er sich diesen Kommentar in 3 Jahren durchliest... Ich rede nicht von Intelligenz, sondern von Kompetenz. Das ist in dem Fall ein bisschen was anderes. Eben, und das ist eben so ein großes, breites Intelligenz, Kompetenz, Wissen, Halbwissen, gar kein Wissen. Das ist halt so irgendwie so groß. Also auf was ich mich jetzt zum Beispiel vorhin bezog mit dem Kommentar, es gibt halt wirklich dumme Leute, sind halt dann so zum Beispiel so ausländerfeindliche Kommentare, die völlig fehl am Platz sind. Das ist dann für mich nicht, da brauche ich nicht diskutieren, da möchte ich auch nicht diskutieren. Und das ist dann für mich eine nicht vorhandene Intelligenz, also wenn dann dulle, völlig unangebrachte Kommentare gegen beispielsweise jetzt in dem Fall Ausländer kommen, das ist jetzt das, was mir spontan so vorhin einfällt, weil ich es heute erst gelesen habe. Oh. Dann ist das so, war übrigens nicht bei uns, ja, war nicht unter High Five oder Nino Tag oder sonst wo. Und das ist dann für mich, okay, da ist auch mit noch so viel Training an der Intelligenz nichts mehr zu retten. Also Leute, die sowas schreiben, sind entweder mega unreif, versuchen irgendjemandem zu imponieren oder sind halt einfach doof. Das kann man total schwer einschätzen, weil du weißt nicht, warum er das geschrieben hat, aus welchem Grund. Vielleicht wurde er da irgendwie reingezogen, vielleicht ist er in so einer Szene aufgewachsen. Keine Ahnung, das ist... Ich weiß nicht, ob man das an der Intelligenz festmachen kann. Es sind sehr viele Umwelteinflüsse. Es sind natürlich auch so viele Umwelteinflüsse dabei, aber ich bin schon der Meinung, dass ein Mensch, der über ein gewisses Pensum an Intelligenz verfügt, sich nicht hinstellen kann, /darf und sagen, ihr Pieps, Ausländer, ihr sollt alle zur Piep fahren, weil sonst hole ich die Pieps raus und mach das selber.
So, das sind dann zusammen, wir denken, Leute, ach nee. Und da nochmal, und das ist dann halt auch so ein Punkt, wo ich sage, da fange ich nicht an zu diskutieren. Warum sollte ich da jetzt unterschreiben? Nee, das lieber XY, was ist denn los mit dir? Was redest du denn hier? Was machst du denn da? Das, weil da das ist halt der so oft nicht, zitierte Kampf gegen die Windmühle. Vor allem nicht im Internet, also wenn dann schon persönlich. Nee, also bei solchen Diskussionen bringt es nicht viel, mit der betreffenden Person zu diskutieren. Ich halte es immer, da muss ich jetzt wieder ein Filmbeispiel bringen, mit Thank You for Smoking. Also schon in der Anfangsszene erklärt er ganz gut, und das habe ich mir so ein bisschen als Lebensmotto versucht beizubehalten, es hilft, man kann nicht alle Menschen überzeugen von seinem eigenen Standpunkt. Das geht nicht. Besonders nicht, wenn jemand den komplett konträren Standpunkt zu dir selber hat. Was du aber machen kannst, ist, du kannst alle anderen drumherum überzeugen, dass er im Unrecht ist. Damit hast du schon mal viel erreicht. Ihnen vielleicht nicht, aber die anderen. Lobbyismus. Ja. Lobbyismus, ja. Auch das ist oft nicht so einfach und der eigene Standpunkt ist ganz sicher auch nicht immer der richtige. Aber auch wenn es in der Schule nicht so gut klappt, lasst euch da nicht verunsichern. Das heißt nicht gleichzeitig, dass ihr nicht intelligent seid oder dass ihr nicht doof seid. Ich glaube, wir alle drei, wie wir hier sitzen, waren keine absoluten Leuchten in der Schule. Null. Und, und Albert Einstein natürlich auch nicht. Das ist jetzt der gut, aber jetzt müsste man eigentlich sowas sagen wie, und wir haben es trotzdem geschafft, aber nee, ich, wieso? Schwierig, weil wir sitzen hier auf einer Couch und machen YouTube-Videos. Ah, verdammt. Mein Abitur war super. Marco will noch was sagen. Ja, irgendwas ganz Kleines, weil das aber war ganz ja auch, klein. War wirklich eine ernst gemeinte Frage, ob Noten jetzt wirklich so wichtig sind oder nicht. Ich habe meinen meine Hochschulreife habe ich auch in Schritten gemacht. Also ich habe über den zweiten Bildungsweg habe ich meine Hochschulreife erreicht und habe da festgestellt, dass mit jeder größeren Herausforderung meine Noten besser wurden, was ja eigentlich komplett konträr erscheint. Also Realschulabschluss war tatsächlich schlechter als der Fachabiturabschluss und immer so weiter. Ich glaube, das liegt manchmal tatsächlich an der Herausforderung, die man dann hat und nicht an der Intelligenz. Deswegen sind Noten alleine nicht unbedingt der beste Gradmesser für Intelligenz, sondern ein Gradmesser dafür, wie viel Mühe man sich gerade gegeben hat. Zumindest bei den Noten, ja. Oh Gott. Und ab und zu ist man dann auch hoffnungslos verloren, so wie bei mir. Mathematik, genau. Ja. Danke, Maxi, weil ich habe es versucht. Und das, den Schuh ziehe ich mir nicht an, dass ich es nicht versucht hätte. So, das hat Spaß gemacht. Das war ja überraschend ernsthaft zum Schluss noch. Ja, aber gut, war ein schöner Inhalt. Toll, Marco. Können wir von Glück sprechen, dass wir mit einer so tollen Community gesegnet sind. Ja. Und keine Doofbacken unter unseren Videos begrüßen müssen. In diesem Fall würden wir uns freuen, euch auch unter diesem Video wieder begrüßen zu dürfen mit neuen Kommentaren, mit neuen Fragen, die wir dann heute in einer Woche zum Start in eine neue High-Five-Woche wieder gerne und ausführlich beantworten werden. Bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Jetzt erstmal einen guten Start in diese Woche. Viel Spaß mit unserem High-Five-Programm. Morgen geht's weiter mit AAA und den besten Spielen mit F. Darauf freue ich mich ganz besonders. Marco, schön, dass du da warst. Guten Start. Gerne. Eure Wünsche an unseren neuen Kamera-Wundermann Marco gerne ebenfalls in die Kommentare. Kommt gut rein in die Woche. Macht's gut. Tschüss. Ich würde gerne mal genauso cool anmoderieren wie eben, jetzt habe ich es aber vergessen. Was habe ich gesagt? Come on! Ja, das kommt erst danach. Achso! der Auftakt zu einer neuen Woche oder wie wir hier bei High Five sagen, come on! Das war spontan. Ja, war super. Ja, gar nicht einstudiert. So. Heute mit Marco Rick. Was schaust du denn so verdattert? Ach, weil es schon der zweite Versuch ist. Zum Glück schon der zweite Versuch. Wir haben versagt. Hallo, es ist Montag, da kann das schon mal passieren. Marco, dein Start in die dritte Woche bei High Five als fester Mitarbeiter. Zweite. Auf dem Anime International Film Festival in Tokio und einige renommierte Anime-Künstler haben sich da sehr, sehr kritisch geäußert, okay, überraschend, was die Entwicklung in der Anime-Industrie anbelangt, und dem habe ich mich mal so ein bisschen angenommen. Donnerstag dann Fab Five. Genau, da habt ihr praktisch entschieden, was ich für ein Spiel im Fab Five cover, und das ist, ich lege es aus der Hand, ja, das macht dich nervös. Es ist Bioshock und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Gut. Und deswegen freue ich mich auch schon drauf, wenn es am Donnerstag läuft. Also ein Fab Five zum Thema Bioshock, genau. Und am Freitag dann die Game News. Diesmal mit dem Flo allerdings, weil ich düse am Freitag nach L.A. zum Halo Fest. Die feine Dame. Und werde feiern.
ja. Halo feiern, den Halo Release Maxi feiern. Maxi fliegt nach L.A. zum Halo Fest. Zum Halo Fest, aber da gibt es natürlich dann auch noch Videos dazu, da gibt es dann nächste Woche drauf dann das erste Halo Verpfeife, auf das ihr ja auch schon wartet, habe ich in den Kommentaren gelesen, ja. Wird es alles dann geben. Ja, ja, ja. Marco ja. darf dann schneiden. Marco darf dann schneiden. Genau wie die Halloween-Folge. Geile. Ja, heul, heul. Nach Heiders Halloween-Folge versucht es alles eher nüchtern zu betrachten und die Zeit besser einzuteilen. Ja, aber das ist gelohnt. Was passt schon. Das ist schon in Ordnung. Ja. Der Flo, der ist ja auch noch nicht so lange dabei, da muss man sich erst so ein bisschen eingrooven, und weil sonst macht man da Videos, wir kennen das aus unserer Anfangszeit, Video, das noch rein, das muss alles rein. Ja, und plötzlich ist es irgendwie 5 vor 6 und das Video sollte um 5:30 schon online sein und man sitzt immer noch am Skript. Aber das gehört dazu. So, wir fangen jetzt aber an mit unseren, wir haben an diesem Montag ziemlich viel zu tun, aber das wird schwierig mit dir, ich sehe schon kommen. Wir versuchen da jetzt mal einigermaßen schnell durchzufetzen. Bevor wir das tun, Maxi, werden wir aber erstmal einen kurzen Blick auf das werfen, was uns in den kommenden Tagen erwartet bei High Five. Morgen AAA. Genau, mit F. So, endlich, freue mich drauf. Richtig, weil da gibt es ja einen Titel, auf das sich der Nino besonders freut. Ja, natürlich, Titel mit F. Was könnte das sein? Was könnte das sein? Dreimal dürft ihr raten. Mittwoch, wie gewohnt, High Five. Pause. Dafür gibt es spannende News bei Nino Taku. Mhm. Nämlich werde ich die Frage stellen, ob sich die Anime-Industrie in der Krise befindet. Oh. Ja, da gab es jetzt sehr interessante Statements. Auf 2, 3, 1 plus 3 ist 8. Ist doch egal. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch sehr. Voll. Zum ersten Mal jetzt auch bei Come On. Oder? Nein, doch, stimmt. Bis jetzt ist es immer daran gescheitert, dass ich noch eifrig am Rechner saß und geschnitten habe. Ja. Und jetzt bin ich gerade so fertig geworden. Ja, das kennen wir ja von dir. Schön, dass du da bist. Ihr kennt den Marco vielleicht auch schon, zumindest wenn ihr Zuschauer der ersten Stunde seid. Der Marco, der gab schon so das ein oder andere Stell dich ein, unter anderem bei Sag was, wenn es um Comic- und Superhelden-Themen ging. Und dann hat er sich auch seinen Spitznamen der Mann ohne Mute-Taste abgeholt, weil der Marco, der plappert gern. Heute müssen wir ein bisschen Gas geben, denn wir